Jo, hi und herzlich willkommen jetzt zu einer weiteren Runde TLCD mit der Spielpirat. Ja, ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich habe heute gute Laune. Heute ist Montag. Ich weiß, heute ist keine Folge gekommen. Tut mir leid, aber ich habe so viel zu tun. So viel. Und freue mich total, dass ich heute wieder da bin. Ja, also dass ich heute wieder richtig loslegen kann. Sprich, heute kommt die Folge raus an einem Dienstag. Ja, genau. Und ja, gut, dann müssen wir nochmal gucken. Ich habe hier Scheiße gebaut. Ich habe Scheiße gebaut. Weil ich habe welche Scheiße gebaut. Leute, danke, dass ihr mir Bescheid gesagt habt. Ich habe Rubber Saplings genommen, die für die Urwaldbäume zuständig waren. Hätte mir auch auffallen können, weil ich die abgebaut habe. Ich habe ja letztes Mal gedacht, ich habe ja nur die, sag schon, ich habe nur die Dinger genommen. Und welche habe ich genommen? Ich habe ja die genommen, die ich schon mal gepflanzt hatte. Und das ist klar, dass das die Dinger sind. Ich Idiot. Na egal, kann ich nicht ändern. Oh, sorry, hier fliegt es gerade noch so ein bisschen. Mein Problem ist hier an der Stelle, dass ich, glaube ich, gar nicht so viele Rubber Saplinge habe. Und der Harvester, richtig, der kann natürlich... Warum baut er das denn nicht ab, Mann? Der Harvester kann natürlich nicht die Massen an Holz abbauen, die dann entstehen würden. Ist ja keine Axt oder so, die unten einfach ansetzt und der ganze Baum fällt sich. Leider nicht, wäre aber auch eine coole Erweiterung irgendwie. Aber die Gefahr natürlich, dass die Bäume so groß werden, dass sie natürlich auch gleich die Solaranlage und so zubauen, ist ja gegeben und krass. Okay. Gut, was haben wir jetzt hier? Wir haben jetzt hier natürlich jede Menge Zeppelins. Wabalabaldubu. Ich muss mal gucken, dass ich hier ganz geschmeidig mal die Dinger rausnehme in der Zuordnung. Warte. Da unten. Rausgelöscht und fröhlich sein. Blau war ja hier zur Rückführung in ein neues Leben. Und ist so ein Quatsch, was ich hier gerade erzähle. Aber ist auch scheißegal. Wie geht's euch da draußen? Leute, ich habe 3 Rubber Tree Saplings. Wenn ich damit nicht mal erfolgreich werde. Ja. 3. Und nochmal, ja. 3. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Außer, ja, 3. Wir müssen schnell zurück, mal eine Runde pennen. Scheiße, Mann, ich habe keinen Eingang. Ich will den Eingang haben. Uah. Jetzt gehe ich natürlich wieder da rein, wo ich den scheiß Knopf drücken muss, den ich so hasse wie die Pest. Egal. Von oben mal irgendwas, wo gar kein Creeper spawnen kann. Na, zum Glück reingeschafft wenigstens. Leute. Wir werden jetzt gleich mal auf die Suche gehen nach Rubber Saplings. Genug Äxte einpacken. Äxte? Sagt man das so? Äxte? Bin mir gar nicht so sicher. Ich muss noch kurz gucken, wo der Pfeil hier ist. Wir haben noch genug, auf was wir zugreifen können. Das ist schon mal sehr gut. Ja, und damit wir hier vernünftig auch voller Energie rumfliegen können, würde ich sagen, gehen wir mal ganz kurz mit dem hier ran und laden den auf. Und ich überlege gerade, es war doch so, dass ich das Gerät direkt an eine große Maschine stellen konnte, ne? Habt ihr mir gesagt, glaube ich, dass ich das direkt an eine Stromquelle anschließen muss, beziehungsweise an eine MFSU. Ich glaube. Direkt an die Box, ohne Kabel. Wenn ich mich nicht irre. Und das würde ich gerne mal ausprobieren nachher. Quatsch hier. Und wir suchen mal gerade nach Watercell. Ich hab doch... Habe ich die vielleicht hier noch drin? Nein. Vielleicht habe ich die noch in die Nebenkiste gepackt gehabt, kann gut sein. Aber auf jeden Fall hatte ich Water Cells gehabt. Ich bin noch nicht bescheuert. Oder? Die heißen doch so... Konnte ich die craften? Nö, oder? Ach, leck mich doch, echt. Jetzt müssen wir rausgehen, die erstmal wieder füllen. Ich weiß gar nicht, wo die anderen sind. Hab ich die irgendwo hingetan? Zweifel. Im Zweifel immer fragen.
So und so und so und so. Wie viel haben wir da noch? Wie viel Platz? Achso, wir können die stacken. Das ist natürlich hervorragend. Dann machen wir hier unten mal ordentlich Wasser weg. Was das Schöne ist, wir werden ja immer mit Energie aufgeladen. Das ist ja der Hammer. Also mit Sauerstoff, weil wir da was weggenommen haben. Und das ist ein großer Vorteil. Und komm auf Anhieb durch. Komm, einfach vergessen. Alter, fick dich. Mann! Ah! Ich weiß nicht, kriegt mich total auf. Eieiei, da bewegt sich was. Leute, da bewegt sich was. Da bewegt sich was. Da bewegt sich was! Dauert ganz schön lange und frisst wahrscheinlich ordentlich Strom. Alter Falter. Aber wenn wir damit immerhin den Extractor hier, diesen Centrifuge Extractor hinkriegen. Das sind ja die Electrolyse Water Cell, denke ich mal. Das sollen ja die sein. Und wenn es klappt. Yes, babe! Wow, Alter, wir können das jetzt bauen. Cool. Dann würde ich sagen. Wir machen uns nochmal ein neues Bett. Gefahr ist zwar immer da, dass uns da irgendwas passieren könnte oder sowas in der Richtung. Aber man weiß ja nie, wie ich jetzt auch mitnehmen könnte. Also ne, von unterwegs, aber egal. Wir nehmen es mit, weil dann können wir wenigstens die Nacht einfach überpennen und dann ist gut. Da können wir jetzt irgendwo hinfliegen. Ich muss gerade nochmal überlegen, in welche Richtung wir fliegen. Sumpfgebiet. Den wollte ich eigentlich gar nicht machen. Wie war denn diese scheiß Karte zu öffnen? Genau so. Wir fliegen jetzt mal in die Richtung. In der Hoffnung, dass wir nochmal vernünftig Festland finden. Ich meine, da ist jetzt das Pilzbiom gewesen. Das ist richtig. Aber da gab es keine Rubber Saplings. Also keine Rubberbäume normal. Ich schwimme auch gerade, das Gefühl. Wir gucken einfach, dass wir so in die Richtung vielleicht was finden. Keine Ahnung. Oder? Ja, mal so ein kleiner Zwischenstatusbericht. Ich habe ja erzählt, dass ich hier ja so ganz fleißig ja mein Englischwortschatz und Co. Verbessere. Danke nochmal für die ganz vielen Einsendungen, so an Tipps, wie ihr so das so lernt. Viele Sachen sind mir auch sehr geläufig und die habe ich auch selbst so betrieben. Ich muss sagen, so nach dem Wochenende, ich war richtig fertig. Also das Wochenende war wirklich heftig. Ich dachte mir so, Alter, jetzt lasst mich bloß in Ruhe mit irgendwelchen Vokabeln. Ich bin echt am Ende, ja. Und Grammatik wollte ich den Sonntagnachmittag heute nochmal anfangen. Oder ich bin zum Kumpel gefahren, ja, so eine Stunde Zugfahrt am Sonntagvormittag und dachte mir, auf der Hinfahrt kannst du lernen. Hab's ja extra mitgenommen, ihr habt, hätte ich lernen können, habe ich aber nicht getan. Und auf der Rückfahrt habe ich erst gar nicht die Tasche dabei gehabt, weil ich sie beim Kumpel vergessen habe. Da musste ich mich also heute Morgen, also Montag früh nochmal mit dem um 7 Uhr irgendwo treffen. Bei meiner Arbeit dann, was zum Glück in Berlin ist. Und dann konnte er mir die Sache nochmal geben, dass ich wenigstens mein Unterrichtsmaterial. Was sammle ich denn jetzt hier gerade alles ein? Hühnchen und... Naja gut, weil der Vulkan hier gespawnt ist. Interessant. Oh, und das sieht aus... Das sieht aus. Ist das einer? Sieht das so aus? Weiß nicht, was ist das für ein scheiß Baum? Ist das ein normaler oder ist das so ein Rubber-Ding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 -Dong? Boah. Nee, warte, das ist so ein ganz normal. Ach, leck mich doch. Wo kommt der falsche Baum hier? Ja, ich hasse es. Die haben doch diese blöde Spitze oben, diese Zweierspitze. Da muss ich Ausschau halten. Hei, hei, hei. Ganz vergessen, so aus den Anfangszeiten. Man hat ja noch so gebraucht und immer drauf geachtet. Und mittlerweile, ja, weiß ich nicht, waren die ja gar nicht mehr so wichtig. Jetzt auch gerade mit dem Dschungel und so. Gut, dann achten wir mal drauf. Wir müssen jetzt vielleicht nochmal in die Richtung über den Dschungel hinweg fliegen. Und mir fällt gerade auf, ich habe gar keinen Homepoint gesetzt. Aber ich muss Richtung Norden. Ja. Ach, braucht man auch nicht, oder? Brauchen wir das? Nö, brauchen wir nicht. Gut. Tja, ja, so war's. Und jetzt so war heute Morgen in der Schule so. Ey, was ist in der Schule? Ach, cool.
ging auf einmal alles irgendwie. Man konnte viel besser sprechen, ne? Im Englischen hat mehr Worte drauf gehabt, so Grammatik war nicht mehr so das Problem. Die Motivation lässt zwar trotzdem zu wünschen übrig, ja. Also, weil es ist ja noch viel, 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 viel Arbeit vor mir. Aber trotzdem schon mal erstaunt. Man kann sich aber nicht messen. Man weiß ja gar nicht so, was ist jetzt so der Stand der Dinge. Also spricht man jetzt wirklich alles richtig oder falsch aus? Ich finde das Self-Controlling eigentlich ein wichtiges Instrument. Dieses Dorf hatte ich ja schon mal Besuch gehabt, ne? Ist ja nichts Neues mehr. Und ja, Self-Controlling zwar wichtig, aber auch sehr schwer realisierbar teilweise. Ne, wie soll man sich selbst kontrollieren? Also wie soll man selbst immer wissen, ob man alles richtig gesagt hat oder geschrieben hat oder WTF, was auch immer, ja. Das sind so Punkte, wo ich sage, ja, mal gucken, wie sich das so entwickeln wird. Und naja, aber darf man gespannt sein. Also ich bin es auf jeden Fall, ist ein Abenteuer. Ist eine Sache, die einen ja persönlich auch stärkt und Leute, ist kein blöder Spruch von irgendwem, sondern achtet darauf, dass ihr so eine wichtigen Sachen wie eine Fremdsprache echt einfach von vornherein lernt oder euch jetzt zumindest damit auseinandersetzt, dass die Lücke nicht so groß wird, weil irgendwann später ist es sehr, sehr schwer überhaupt zu realisieren. Und ich glaube, wenn ihr einen Job sucht, wenn ihr Arbeit sucht oder so, zweite Fremdsprache hier, oder erste Fremdsprache wird ja gesagt, ja, also Englisch, ist so unabdingbar, so unerlässlich geworden mittlerweile. Das ist der Wahnsinn. Also kann ich euch nur so sagen. Findet mal noch einen Job vernünftig, wo er, ich weiß nicht, man wird ja mit Fressen hier zugeworfen, oder? Findet mal wirklich einen Job, wo er noch so sagen könnt, ja, Arbeit oder sonstiges in der Richtung ist gar kein Problem. Ohne englische Sprachkenntnisse oder sowas in der Richtung. Funktioniert teilweise gar nicht. Aber ja, nicht jeder, also ich meine, man gibt genug Jobs draußen, wo man keine englische Sprachqualifikation für braucht, aber ich meine, die Zeiten ändern sich und der ein oder andere wird schon sicherlich gemerkt haben, dass es gar nicht mehr so einfach ist, alles zu bekommen, wie man es will oder sich gern vorstellt. Und der ein oder andere wird es eben halt noch sehen in Zukunft. Also, ich sag ja nicht, dass das Spaß macht. Aber es ist schön, wenn man es kann. Ist wieder was, was man kann und was man beibehält. Und das ist schon mal viel wert. Gerade auch so, wenn man so Auslandsreisen macht, ja, mal so nach Amerika oder keine Ahnung was. Ich meine, guckt man sich zum Beispiel so einen Gronkh an mit seinen Auswärtsfahrten, die er da eben halt gemacht hat, ja. So richtig sich unterhalten mit den Leuten halt auch, ne? So die Freiheit und keine Ahnung was. Da ist es schon von Vorteil, wenn man die Freiheit genießen kann und die Sprache auch spricht, die Landessprache spricht. Ja, zumindest die einheitliche Kommunikationssprache weltweit und tja. Aber ich bin ja beim besten Willen nicht der Moralapostel, der euch sagt, ihr müsst es auf jeden Fall machen. Nö, 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 nö. Macht es einfach. Ihr müsst das tun. Nicht wahr? Sehr wohl wahr. Ihr habt keine andere Chance, außer euch dieser Sprache zu ergeben. Und zu schlafen. Okay. So. Wir bauen das Bett wieder ab, haben jetzt sowieso keine Spawnpunkte mehr. Aber ist auch scheißegal, ey. Wir werden ja nicht sterben. Und es kann ja eigentlich gar nichts tot machen hier auf unserer Welt. Außer eigentlich nur Dummheit. Aber selbst die müsste grenzenlos groß sein, um mit zu sterben jetzt, oder? Ja, die müsste groß sein. Ich habe das Gefühl, so ein Sumpfbiom ist sehr schwierig gerade. Ich erhoffe mir da so hinten nochmal was irgendwie, keine Ahnung. Aber, so auf der Insel, wo ich jetzt war, war eigentlich nicht so viel zu sehen. Guck mal, da haben wir doch was. Da sieht's doch so dunkel aus. Da. Yeah, man. Ich hoffe wirklich, dass da auch Dschungel, nicht Dschungel, sag ich schon, Lava Trees sind. Yeah! I can see you. I can see you. Super. Oh, und eine ganze Menge auch gleich.
Ich hoffe, da fliegen jetzt echt ordentlich Saplings bei rum. So. Wham-blam. Wir holzen hier mal eben kurz alle Rubberbäume ab, die es gibt. Und sind hoffentlich mit reichlich Saplings hier bestückt, wenn wir auf die Heimtour gehen. Ich würde aber fast sagen, dieses Sumpfbiom sollte eigentlich ausreichen. Wir brauchen bestimmt nicht jetzt viel, viel mehr. Der Rest wird ja automatisch auch geschehen. Nur mit drei Bäumen, boah, bis die wachsen und... Oh, nö. Da hätten wir schon, glaube ich, eine ganz schöne lange Zeit mit verbringen können. Ach, wo wir in einem Sumpfbiom sind, vielleicht finden wir, und das ist ja noch nicht die ganz neue Version, hier ein paar Slimes. Ich meine, gut, die brauchen sie eigentlich nicht. Wir haben ja Sticky Reason hier auch. Aber ich habe hier einen Slime gehört. Ja, den größten Slime auf Erden. Egal, oder? Egal, Leute. Pass auf. Okay. Vielleicht jetzt hier. Ich habe auch eine Spinne gehört. Machen wir mal so. Spinne zwar gehört, aber... Ah ja. Sehr interessant, was ich hier tue. Slime, 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 Slime. Echt jetzt graue Wolle, Pilze, Slimes nehmen wir einfach mit. Ich weiß nicht, was die Spinne jetzt hier gerade tun will. Also uns kann sie auf jeden Fall nichts tun. Guck mal, wir haben 64 Rubber. Wir haben fast zwei Stacks von dem Rubberwood normal. Komm, Pilz hier. 17 Stickies, das haben wir. Eigentlich nicht schlecht. Und wir haben... Rubber Trees, 34. Guck mal, wenn wir die gleich zurückschicken, dann kann die gleich aufgebaut werden, die Geschichte. Ich hoffe nur, dass wir jetzt... Das kann natürlich jetzt sein, dass wir ein Problem kriegen. Freunde der Sonne. Und das Problem ist gar nicht so... Also mit dem Import-Bus, da wurde mir auch der Tipp gegeben, dass das eventuell beim Harvester nicht funktioniert, wenn er wächst. Dass es da irgendwie ein Chaos oder ein Problem gibt. Und wenn das der Fall sein sollte, dann stehe ich ganz schön doof da, wenn jetzt die ganzen Sachen abgeholzt werden und irgendwie rumliegen oder so. Aber gut, deswegen nehmen wir jetzt hier einfach nochmal ein paar mit. Werden ja nicht alle gleich gewachsen sein, bis ich zu Hause bin. Also, das ist ja jetzt nicht so, als ob wir hier Millionen Jahre verbringen werden. Ich werde zwar sicherlich gleich nochmal einen Folgencut machen, aber dann werden wir uns ja schon auf dem Heimweg begeben und ja, zielorientiert schräg fliegen und dann sind wir auch wieder recht fix zu Hause und kontrollieren halt einfach mal, wie die Sachen hier so funktionieren. Ich meine, klar, man könnte jetzt auch Normalbäume wachsen lassen und hier dann mit einem Tree Capitator rangehen, aber echt mal, irgendwo hört die Freundschaft auf, oder? Nö. Irgendwo muss man gucken, was man auch mal so Prioritäten setzt, wa? Und die werde ich hier auch setzen. Ich habe das Gefühl, dass ich eigentlich immer wieder an den Steger vorbeifliege. Und auf einmal ist ein neuer Baum da. Bin ja nicht bescheuert. Jetzt müsste ich doch, da hinten sind wieder welche. Oh. Warte mal. Wir haben jetzt hier nochmal, ach, nochmal 38. Echt, das sollte reichen. Ist ja nicht so, als ob wir jetzt gerade Rubber... Sollen wir mal laufen lassen und dann ist gut. Oder? Ja, mit diesen rosigen Aussichten würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich freue mich auf euch. Bis dahin. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr einen Daumen hinterlassen oder sowas in der Richtung. Bis dann. Ciao.